Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, ich schau mal, ob wir... Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Ich hab's mir überlegt. Nein. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja. Ist schon gut. So, du. Kann ich da mal vorbei? Du denkst, du bist einer von den Harten? Versuch's doch mal bei mir. So, du denkst also, du bist einer von den Harten? Versuch's doch mal bei mir. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben. Waffe weg! Hey, ich muss ja kämpfen. Du noch? Du greifst mich an? Hä? Bist du rauschig? Was hast du denn für ein Problem? Ich hab den jetzt herausgefordert. Warum darf ich den jetzt nicht schlagen? Dämlicher Gardist. Echt geheim. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wir sehen uns. Aber wahrscheinlich deshalb, weil ich kein Schutzgeld gezahlt habe. Jetzt kriege ich halt aufs Maul, ne? Wow. Sonst würden sie wegschauen, ne? Du willst... Keine Panik. Hast gewonnen. Stark genug. So, passt. Das ging schnell. Stark genug. So, vielleicht ist jetzt Ruhe da. Steh auf, du Depp. Echt. Ne. Jetzt könnte ich vielleicht auch die Quest probieren, dann mit dem Grimthorn. So, hey, und jetzt? War ein guter Kampf. Ja? Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Du denkst, du bist ein Versuch. Nein, in Zukunft bleibst du aus der Hütte von Keil raus. Ja? Mann, ist ja gut. Und jetzt lass mich in Ruhe. Gut, passt. Das wird Keil jetzt freuen. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Dann darf ich normalerweise immer durch sein Haus laufen, ohne dass er stinkig wird. Keil, du. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Reg dich nicht so auf. Ich habe ja gute Nachrichten für dich. Ich habe mich um Herek gekümmert. Hast du? Hoffentlich hast du es dem Penner ordentlich gezeigt. Was ist mit meiner Belohnung? Ach ja, hier hast du deine 10 Erz. Ab jetzt kannst du meine Hütte jederzeit als Durchgang benutzen. Sehr schön, dann kann ich deine Spinnweben da super anklotzen. Aber ich muss zugeben, wir haben auch ein paar, und zwar aus gutem Grund. Da wohnen bei uns noch Spinnen drin. Ja, ich weiß, die eine oder andere und der eine oder andere wird jetzt hier in Ohnmacht fallen, aber wir haben einen guten Grund. Wir sind von reinster Natur umgeben. Wir wohnen auf dem Berg und da gibt es unglaublich viele Gelsen. Und ihr könnt es gar nicht glauben, wie sich diese Spinnchen freuen, wenn sie da eine Gelse kriegen zum Verjausern. Das ist echt super. Außerdem, jedes Lebewesen hat ein Recht zu leben. Ob Pflanze oder Tier oder Mensch. Obwohl es manche Menschen gibt, wo man sich wirklich denkt, Alter, wann ist genug? So, das zu dem. Pacho. Ein Pacho, wo ist er denn? Ein Schatten, ein Blutler. Ein Blutler, ja, ein Schäkel. Pacho, wo sind sie denn? Das die Butler, noch mehr Butler. Mal schauen, was wir hier noch haben. Ein Butler, noch ein Butler. Den finde ich nie an. Never Chance. Noch mehr Butler ohne Namen. Ein Brago. Haben wir mit dem schon mal gequatscht? Brago? Ja, ist alles okay. Gut. Gut. Wo könnte dieser Pacho sein? Ist der draußen vielleicht? Bei dem Lagerfeuer? Puh, keine Ahnung. Da oben könnte ich noch nachschauen. Gequatscht wird viel. Wie bei den Frauen. Gequatscht wird viel. So. Da heißt es immer, wir Frauen sind drahtstand. Na,
Ihr Männer könnt das mindestens genauso gut. Mindestens. Ihr seid zum Teil größere Drahtstanden, als wir es jemals sein könnten. So, da ist auch niemand. Gibt es hier einen Butler mit Namen? Pacho wäre super. Butler, Huno, noch ein Butler, noch mehr Butler. Nein. Ich bräuchte einen Pacho, bitte. Sicher, dass der hier ist? Ich bin da ehrlich gesagt schon... ja. Unsicher. Schatten, Schatten, das sind einige Häuser, die als Durchgang dienen. Lass mich mal vor. Entschuldigung. Butler, Butler, noch mehr Butler, ein Snuff. Apropos Snuff. Du, Snuff, Ration? Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Klar. Okay. Nix mehr. Pacho. Hallo. Herr Pacho. Wo sind denn Sie? Ja, der tut gerade gießen. Sehr vorbildlich, der hat einen grünen Daumen. Wobei eher gelb, aber ist ja wurscht. Ich glaube, diesen Pacho gibt's da nicht. Ich werde mal kurz speichern. Das ist einmal gar nicht schlecht. Dann werde ich zu Diego gehen. Werde mal 10 Lernpunkte oder gleich 12 aufopfern für Stärke, weil das brauche ich eh. Guten Tag. Und zwar, meine Münzen, ja. Kriegen wir mal 10 Erz oder 100. Ich glaube 10 waren es, ne? Falls du wieder welche findest, du weißt ja was, wo du los bist. Ja. Ja. So kriegt Diego auch seinen Geldsack zusammen, ne? Wir wissen ja noch von Gothic 2, wir müssen ihm ja einen Geldbeutel holen. Und jetzt wissen wir, woher er die ganzen Münzen dafür hat. So. Kannst du mir was beibringen? Bitte. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen. Ja, ich möchte gern die Stärke. Mal 5 Lernpunkte und nochmal 5. Und dann nochmal ein. Und nochmal ein. So, vielen Dank. Das wäre mal alles. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Ja. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja, vielen Dank. Mach's gut. So. Jetzt können wir ein bisschen mehr draufhauen. Jetzt muss ich schauen, ob wir hier schon die Quest haben. Dass er uns... bestrafen muss. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Und wie weit bist du mit deiner Prüfung? Na, Amulett holen. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Ja. Lass uns das Amulett holen. Ja. Gut. Dann wollen wir mal. Weil ich bin nicht mehr so schlecht mit dem Einhänder. Es könnte mir jetzt durchaus nützlich sein. Schauen wir mal, ob ich es überhaupt überlebe. Ich werde auch ein Reservespeicher-Ding jetzt machen dann. Zur Sicherheit. Und ja, dann schauen wir mal. Da hole ich mir auch gleich das hier. Nur mal als Versuch, ne? So, da warte ich jetzt mal kurz und speichere mal auf den Reservespielstand drauf. So, passt. Wenn ich jetzt zu grob aufs Maul krieg. So. Ja? Hier sind wir. Ah ja. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Wie kann das ich sein? Ich soll dir schöne Grüße von Blatten bestellen. Du Feigling! Der hat genug. Der ist auch fertig. Und du bist auch so einer, ne? Panik. Hast gewonnen. So geht das nicht. Die Punkte will ich schon haben. Und alles, was ihr besitzt, ihr dreckigen Gauner, ihr. So. Schön her mit euren Sachen. Schön her damit. Sehr gut. Das ging hervorragend. Das ging äußerst hervorragend. Das wird dir noch leid tun. Das glaube ich weniger. Warum fummelst du auch an Sachen rum, die dir nicht gehören?
Wieso? Wenn du mich nochmal hauen willst, hau ich dich. Du Mistkerl. Ich hab dich gewarnt, die Drecksfinger von... Was ist denn? Willst du Prügel? Gern nochmal, bitte. So, wo ist denn der Hundling? Der Gesuchte, der eine rennt, der eine blutet da drüben alles voll und da ist der andere. So, ich weiß, dass es ein Auftrag war, hey, du. Aber du hast verloren. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Natürlich. War ein guter Kampf. Ja. Aber jetzt ist gut. Gut, passt. Dann hätten wir das auch schon. Und ich habe so ein Kochdingens bekommen, so ein Kochlöffel. Das freut mich. Und ich darf ganz normal speichern, das freut mich noch umso mehr. So, das heißt, ich darf jetzt mal mein eigenes Fleischwanzen-Ragout kochen. Und alle Rezepte, die ich so habe. Du würdest mir also nur eine Falle stellen. Oh. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen, dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Frieden. Frieden klingt gut. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist vergessen. Ab jetzt bin ich auf deiner Seite. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Da? Was willst du mir schulden? Du hast gesagt, ich kann auf deine Hilfe zählen. Aha, da kommt was. Mhm, okay. Geht er mit mir mit jetzt, oder was? Du merkst, du meinst wegen der Sache mit dem Amulett. Ich hab mein Wort. Du hast mein Wort. Ich halte mein Wort, so, keine Sorge. Wenn du irgendwas hast, komm zu mir und ich werde dich in den Kampf begleiten. Oh, wie cool. Das ist aber nett. Das ist cool. Danke. Aber der Wahl geht schon. Aber irgendwann mal vielleicht, ja. Das ist cool. So, das zu dem hätten wir jetzt auch. Gibt's jetzt noch irgendwas? Prüfung des Vertrauens ist klar. Schulden bei Sketti. Was war hier denn noch schnell? Achso, ja, Gorhanis. Ja, ja, Level 10. Da brauche ich noch. Verschollener Butler. Das war jetzt noch in der alten Mine. Genau. Aufnahme, Sumpflager und neue Seelen. Der Alkoholnachschub ist auch sowas. Starkbier. Eine Kiste Starkbier. Im alten Lager könnte ich fündig werden. Was zum Teufel? Eine Kiste Starkbier. Ich kann mir nur höchstens vorstellen, dass sowas bei Fisk zu finden ist. Ansonsten habe ich keinen Schimmer. Ich schaue einfach mal. So lala, so lala. So lala. So lala. Dieser Pacho, ich habe keine Ahnung, wo dieser Kerl ist. Keinen Schimmer. Herr Fisk, hast du Starkbier? Hey du. Ware? Zeig mir deine Ware. Hat der Starkbier? Krugbecher. Kriegertypi. Na, der hat das nicht. Hab ich Trottel das verkauft? Weil ich fürchte, ich Depp. Es könnte leicht sein, dass ich das verkauft habe. Ich habe schon mal irgendwo Starkbier gehabt. Bier, Wein, Wasser. Ich bilde mir das schon nicht ein, oder? Habe ich das weggesoffen? Oder verkauft? Oder täusche ich mich komplett? Könnte sein, dass ich mich komplett täusche. Oder meint er nicht bei Gomez dran? Weil bis ich bei Gomez bin, das dauert noch ein Weilchen. Wäre auch wurscht, ne? Gut, das mit Dusty macht mich stutzig. Da weiß ich gerade nicht, was ich da machen soll, dass ich den jetzt ins neue, in die Bruderschaft bringe.
Könnte auch sein, dass ich mit dem Gardisten reden muss, der da oben am Dach ist. Aber mit Jekyll habe ich schon gesprochen. Warum willst du denn nicht, du Depp? Hey, du. Ich zahl's auch für dich, wäre mir wurscht. Ich habe genug Erz. Mann. Ich kletter mal hier hoch. Bist du nur ein normaler Gardist wahrscheinlich, ohne Namen, ne? Ja. Ja, vielleicht passt das schon. Hallo? Na. Gut, dann halt nicht. Die Torwache könnte ich noch probieren. Und dann bin ich fertig mit meinem Latein. In der Tat. Dann weiß ich nicht mehr weiter. Weil wenn du auch nicht willst... In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Weil dann weiß ich... Boah, langsam. Dann weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Na, wenn, müsste ich ja die Torwachen hier bestechen, ne? Dass sie ihn rauslassen. Gardist? Ich versuch's mal mit dir. Hi. Hi. Beweg deinen Arsch! Rein oder raus, mir egal! Hauptsache, du stehst mir nicht vor der Nase rum! Entschuldigung. Und du? Auch nicht? Und dann kann ich den Deppen nicht helfen. Nein. Okay. So, was nun? Ich könnte jetzt noch hier... im Kreis laufen, noch ein paar Scavenger-Schnetzeln. Da hier so rundherum, um noch ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Ich brauche hier Level 10. Das muss ich irgendwie hinkriegen. Dann könnte ich nochmal schnell ins alte Lager, ins neue Lager rüberlaufen. Mir die Akrobatikfähigkeit aneignen. Und ja, dann wäre es schon langsam Zeit, mich jemanden anzuschließen, ne? Eigentlich. Tja. Da werden wir die Liste auch abgeben. Jo. Und so weiter. So, das passt mir eh ganz gut, dass wir hier jetzt da ein bisschen rundherum laufen. Um das alte Lager rum, weil da gibt es einiges an Kräuterler. An Kräutchen, was wir mitnehmen können. Jo. Und auch natürlich an schönen Waldbeeren. So. Ein paar Schwammis, da ist noch eine Beere. Immer schön mitnehmen alles, was wir finden. Jo. Boah, ich freue mich so. Hab's das schon ein bisschen mitbekommen. Es wird ja es gab ja diesen Gothic-Teaser, ne? Quasi hier, so wie es ausschaut, sogar die Welt der Verurteilten in remasterter Form. Habe ich ja, glaube ich, 7 Parts oder so gemacht. Und sie machen tatsächlich jetzt ein anständiges Spiel daraus. Und leider Gottes kam ja Corona dazwischen jetzt, ne? Jetzt ist das Ganze natürlich nach hinten verschoben worden. Aber sie sind trotzdem am Machen. Also ich finde das voll super. Ich finde das voll super. Ich hoffe wirklich, dass sie noch die originalen Synchronsprecher dazu kriegen. Das wäre echt cool. Oder zumindest Leute, die eine sehr ähnliche Stimmfarbe haben. Das wäre mega cool. Und dann hoffe ich, dass ich bis dahin, bis das Spiel fertig ist, auch hier mit diesem Let's Play da fertig bin. Dann können wir gleich das Remake starten. Darauf freue ich mich irrsinnig. Weil so schaut es ja schon ganz gut aus, muss ich sagen. Und ich muss mich für damals entschuldigen. Ich hatte keine Ahnung, Welt der Verurteilten hier, ne? Die Mod, die spiele ich ja zum ersten Mal. Und scheinbar ist ja Gothic wirklich darauf aufgebaut, auf diese Mod hier, was extrem schlau ist. Dass sie nicht wirklich zu 100% das Original gewählt haben. Ja, komm her. Ja, wer ist denn da ein Varan? Oh, ich bin angeschlagen. Ich warte kurz. Bevor du mich tötest, warte kurz. Ich muss kurz looten und ich muss mich kurz stärken. Ich bin kaputt. Ich bin angeschlagen. Ich muss was futtern. Ich werde gleich mal die Wurzelsuppe wegjausen und... ekelhaftes Gesöff. Das ist mir das Fleischschwanzen-Ragout lieber. Da hat Snuff so tolle Gewürze drin. Ja. Und ein Fleischschwanzen-Ragout.
Bücher, wenn es noch gibt. Da, 5 Stück habe ich noch, passt. Sehr gut, jetzt kann ich schon besser kämpfen. Ich werde auch gleich speichern. Speichern, speichern, speichern. So, perfekt. So, und jetzt gehen wir es an. Meine Herren, meine Damen, wer auch immer, was auch immer sie sind. Nein, ein Varan wäre mir lieb. Ja? Ein Varan wäre mir lieb. Sehr gut. Und der nächste. Ich würde jetzt auch Lurker nicht verschmähen. Wenn jemand die Gnade hätte. Da drüben ist auch noch so ein Kerl. Wie gesagt, die Blutfliegen lasse ich gern aus, damit ich sie später noch looten kann, weil die verschwinden ja nur dann, wenn wir sie töten. Die kommen ja nicht wieder. So, da unten haben wir auch noch ein Opfer. Huch, das sind sogar 5. So, passt. Das lief gut. Erstaunlich gut. So, gut. Dann, ich blute schon wieder alles voll hier. Wer hätte das gedacht? Ich muss mal was essen. Ich muss mal schauen, wie spät es schon wieder ist. Ich habe noch ein paar Minütchen Zeit. Okay, gut. Ja, dann muss man nachschauen. Dann essen wir mal das ganze Ragout hier weg. So. Dann würde ich sagen, essen wir einen Käse. Ein Stück Fleisch und ein Brot noch dazu, glaube ich. So, das reicht schon mal fürs Erste. So, würde ich sagen, das können wir wieder speichern. Es waren 5 Varane, das war jetzt ordentlich. So, meine Nase juckt, tralala. So. Das heißt, du musst dich ärgern, Zocki. Nein, ich habe keinen Bock, mich zu ärgern. Das ist Energieverschwendung. So. Na, 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 na. Da drüben haben wir ein Lurki. Noch ein Lurki. Ja, hallo Lurki. Komm her. Da oben haben wir einen Scavenger. Ich habe ihn gesehen. Oh, da sind... Ja, verdammt, viele Blutfliegen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich will ja nur die Lurkis haben. So, die Blutfliege muss weg, der Lurker muss weg und die nächste Blutfliege. Komm her. So, tut mir sehr leid, aber die 2 mussten weg. Das ist, glaube ich, ein kleiner Schmerz, den man verkraften kann. So. Gut, ich bin schon wieder hergerichtet. Ich sah von mal ein Schlückele. Bist du ein Lebensenergiebonus 100? Okay, na. Das darf ich noch nicht saufen. Es gibt ja Tränke, die einem helfen, seine Lebensenergie zu erhöhen. Ich dachte zuerst, das wäre sowas. So, meine schöne Brettljause reinzwitschern. Nom, nom, nom. So. Passt. Dann gehen wir wieder frisches Fleisch farmen. Da oben waren noch ein paar Scavengers. Die möchte ich gerne verhauen. Speichern wir auch gut. Bevor hier wieder was Unvorhergesehenes passiert. So. Scavengers, hallo. Könnte ich sie bitte umhauen? Vielen Dank. Sie auch gleich. Der war aber schon ein bisschen angeschlagen. Keine Ahnung warum, aber der hat... Vielleicht ist irgendwo mal runtergesprungen, hat sich wehgetan. Das kommt schon mal vor. Lecker Schmecker Schwammilein, davon ist ein Wolfilein. Der wird gleich verhauen.
Siehst du, habe ich ja gesagt. Oh, da habe ich ihn wohl kritisch getroffen. Mit einem Schlag schon. Oder ich mache schon zu viel Damage, das könnte auch sein. Na, das war schon kritisch. Das war direkt kritisch. Mole Rats sind auch da vorne, das ist sehr gut. Dann haben wir das hier auch schon clear. Na, Wolfie, was machst du denn da vorne? Komm zu Papa. So. Braves Wölfchen. So, da vorne ist noch einer. Schön brav luten. Ach, wie fein. Die Schwarmmädleins sind jetzt mein. Da, 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 da. So. Passt. Oh, oh. Jetzt schauen wir auf die Uhr. Es ist noch nicht so weit. Ich habe noch Zeit. Sehr gut. Dann nehmen wir mal die Frucht mit. Vielleicht können wir ja Marmelade auch machen. Mit den Waldbeeren. Das wäre cool. Das wäre cool. Marmelade. Ja. Hallo. Und tschüss. Oh, Scavengers. Scavengers. Ich mag Scavengers. Tja. Ich bin schon wieder ziemlich angeschlagen. Ein bisschen Reisel mal essen. Ein bisschen Fleisch. Noch eins. Ja, das ist schon okay. Und speichern wir auch gut, richtig. So. Passt. Hallöle. Huch, ich stecke fest. Ja, na klar, der Zweig hier. Der hält mich auf, mein Lieber. Und du auch noch. Tschüssi. Sehr gut. Man merkt schon, dass wir stärker geworden sind. Früher hätten sie uns einfach umgenietet. Gnadenlos. So. Haben wir da unten noch irgendwas Tolles? Ich muss nur aufpassen, dass hier nicht irgendwo ein Schnappi ist. Schnappis, da unten. Jawohl. Gut, das lassen wir mal. Sonst war es das für uns. Die Blutfliegen lasse ich auch mal. Später werden hier halt noch Worgen dabei sein. Also so Warg, Worg, Warg oder Worg? Warg, Worg. Ich glaube Worg. Ist aber nicht so schlimm. Wir können sie hier zum Glück einzeln bullen. Das erleichtert uns die ganze Sache. So. Hier haben wir noch ein Wölfchen, sehe ich gerade. Da werden wir nochmal speichern. Und gleich meine Waffe zücken. Da haben wir noch einen Schwammi. Zwei sogar. Drei sogar. Ja, ja. Geht schon. Zwei Wölfchen. Super. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Sehr gut, sehr gut. Hat sich schon ausgezahlt, meine Lieben. Hat sich ausgezahlt. So, ich könnte mal eine Seraphis essen. Davon haben wir eh schon so viele. Ein bisschen Salat. Schadet nicht. So, wo haben wir sie denn? Die gute Seraphis. Da? Nein, das ist die Velais. Velais. Da ist sie. 53, ja, da können wir schon mal ein bisschen was wegsnacken. Können wir ordentlich, eine ordentliche Schüssel Salat machen. Perfekt. Nom, nom, nom. Sehr schön. So. Eine Waldbeere hat sich da versteckt. Gut. Sehr, sehr gut. Hier haben wir jetzt nur mehr Blutfliegen, ne? Passt, gelootet habe ich. Ich hoffe, ich schaue nochmal kurz. Jo, schaut gut aus. Passt, dann haben wir das hier auch schon. Dann haben wir diese Runde hier quasi auch schon beendet. Haben erfolgreich sämtliches Leben ausgelöscht. Perfekt. Jo. Dann als nächstes können wir uns noch ein bisschen Richtung Stardust aufmachen. Da drüben ist, glaube ich, auch noch ein Wölfchen. Bin mir gerade nicht sicher. Ich schaue mal rüber. Dann... Jo. Dann könnten wir mal questmäßig weiterschauen, dass wir im neuen Lager aufgenommen werden. Ne? Wer ist da? Warte, ich speichere mal kurz. Da sitzt jemand.
Nicht, dass es wieder so ein Banditenkrüppel ist. Ist das Kavalon? Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ein Heilkräutchen. Oder ist das ein Bandit, der mich umbringen will? Na, schau! Hey, wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Natürlich. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Oh. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Da ist er. Pacho, du, eine Nachricht für dich. Oryk, nämlich. Ach ja. Dein Kumpel Oryk lässt ausrichten, dass die nächste Runde auf ihn geht. Ja. Okay, ich weiß Bescheid. Lass mich vorbei. Ja. Hoppala. Huch, das wollte ich nicht. Sehr, sehr gut. Wir haben jetzt... Ach ja, jetzt kann ich nochmal schauen. Und zwar, wir haben Stärke 52, 20 Lernpunkte, 10 sind 52 erst. Verdammt, das ist zu wenig. Ich brauche 55. Noch ein Level abfällig. Jawohl. Okay, das Orkgebiet. Ich würde sagen, wir speichern das jetzt mal. Die Quest haben wir hier auch geschafft. Gut. So. Tap, 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 tap. Guten Tag. Ist hier jemand? Zumindest mal Sklavenbrötchen haben wir hier. So. Noch mehr Sklavenbrot. Ja, da oben ist etwas. Scavengers. Perfekt. Das freut mich sehr. Einen Flammendorn haben wir da. Sehr fein, sehr fein. Dann noch ein bisschen Frischfleisch für uns. Hallo. Oh, das sind sogar die besseren Gebirgs-Scavengers. Sind super, die geben 2 Stück Fleisch. Und ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das freut mich. So, Sklavenbrötchen, Sklavenbrötchen. Dann einmal speichern. Und aufs Urli klupschen. Ja, der Part ist vorbei. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!